Nach jedem Unfall verdoppelt sich die Anzahl der Anhänger und wir fangen mit einem Anhänger an. Und natürlich haben wir auch ein richtiges Biest, was die Anhänger ziehen kann. Spaß, dafür hat das Budget natürlich nicht gereicht. Deswegen, der Visual Pigeon wird das wohl schon schaffen. Ich frage mich nur, ob der allein diesen einen Anhänger, der jetzt 600 Kilogramm übrigens wiegt, ob er den ziehen kann. Ja, und jetzt kann der Spaß anfangen, würde ich sagen. Ich habe so ganz leicht das Gefühl, aufgrund der Anzahl der Räder von diesem Auto, wird es sehr schnell passieren, dass wir einen Unfall bauen. Oh Gott. Oh mein Gott. Scheiße. Okay, wir sind wieder auf der Straße. Das ist eigentlich kein gutes Zeichen, würde ich sagen. Okay, besser als im Graben. Oh fuck, das geht gar nicht gut. Mit zwei 600 Kilo Anhängern fährt es sich eh besser. Deswegen, in diesem Sinne, wir haben zwei Stück jetzt. Hat sich verdoppelt das erste Mal. Ich frage mich gerade so ein bisschen, was passiert, wenn wir Traffic anmachen. Ob das eine gute Idee ist? Auf diesem Channel ist nie etwas eine gute Idee, deswegen haben wir jetzt Traffic angemacht. Okay, auf jeden Fall hoffe ich, dass wir keinen Unfall bauen mit zwei Anhängern. Der Bremsweg mit dem Ibisho Pigeon ist, glaube ich, auch nicht so der beste. Komm, wir machen einfach mal einen Bremstest. Ah, wenn wir noch die Trailerbremsen, habe ich ganz vergessen. Okay, einfach weil es ein bisschen mehr Spaß so macht, habe ich jetzt einfach mal die Trailerbremsen ausgebaut. Ich glaube, jetzt wird es wirklich langsam gefährlich. Wir machen nochmal einen Bremstest. Oh. Dauert ein bisschen lange, bis wir zum Stehen kommen. Oh Gott, ich glaube, wir werden sogar schon rechts überholt. Gott. Wir breakchecken den einfach mal. Oh fuck. Oh Gott. Okay, wir haben vier Anhänger, das kann nur schief gehen. Vor allen Dingen, die haben alle keine Bremsen. Wir machen nochmal einen Bremstest bei 40 km/h. Mal gucken, wie lange es dauert, bis wir zu stehen kommen. Ich habe das Gefühl, wir werden sogar schneller. Oh scheiße. Moin. Mich haben die Anhänger überholt. Oh scheiße. Oh fuck. Oh Gott. Wir fahren jetzt einfach mal auf der linken Seite, damit das eine blaue Auto uns überholen kann. Oh Gott. Oh, bitte verhakt dich nicht an dem Auto. Oh, die Anhänger haben sich nicht an dem Auto verhakt. Oh Gott. Ach du Scheiße. Wie kann das sein, dass sie immer nur so ein paar Meter weit kommen? Oh Gott, jetzt fallen wir sogar die ganze Klippe runter. Das ist das erste Mal, so ein Kilometer am Stück weit kommt. Das ist dann sogar die Klippe runter. 8 Anhänger, so macht das, glaube ich, erst richtig Spaß. Okay, irgendwie kommen wir nicht mal mehr von der Stelle. Ich will mir gar nicht erst ausdenken, was passiert, wenn wir bergauf anfahren müssen. Ich glaube, das können wir komplett vergessen. Oh, die Handbremse ist noch angezogen. Die Handbremse war einfach noch angezogen, oh Gott. Das Quietschen der Bremse ist kein gutes Zeichen. Heißt, da haben wir jetzt ein bisschen weniger Bremsleistung. Als wenn es nicht schon so gefährlich genug wäre. Oh Gott, das ist eine Vollbremsung. Ich fühle mich so ein bisschen wie ein Güterzug gerade. Aber ohne Bremsen. Ja, irgendwann verglühen die Bremsen bei dem Ding hier. Und wie man am Geräusch hört, wir sind so ein bisschen kurz davor. Oh mein Gott, die Anhänger. Das sind so viele Anhänger, das wird uns sowas von gleich. Und es geht auch noch bergab, scheiße. Oh mein Gott, das wird so schief gehen. Oh scheiße, da kommt eine ganz, ganz scharfe Kurve. Oh, oh mein Gott. Das sieht jetzt nicht unbedingt gesund aus. Die Anhänger sind so schwer, wenn ich jetzt mit 8 Anhängern respawne, passiert das hier einfach. Die Anhänger drücken das Ding einfach weiter. So, jetzt haben wir 16 Anhänger. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt anfahren können. So. Wir versuchen es einfach mal. Okay, wir kommen langsam ins Rollen. Okay, wir ziehen aber auch ein paar viele Anhänger, muss man einfach sagen. Aber dass das Ding überhaupt mit Standardreifen, mit Standardmotor das ziehen kann, ist schon echt krass. Hätte nicht gedacht, dass der Bicho Pigeon so stark ist, dass er 16 Anhänger ziehen kann. Warte mal, sind das überhaupt 16 Anhänger? Ich habe gerade einfach gemerkt, das waren gar keine 16 Anhänger. Die anderen Anhänger sind irgendwie auf einmal verschwunden gewesen. Heißt, das waren jetzt 10 Anhänger. Trotzdem schon krass, dass der Bicho Pigeon sowas überhaupt ziehen kann. Sieht auf jeden Fall sehr lustig von oben aus, muss man einfach mal sagen. So, 14 Anhänger. Ich weiß nicht, wo die anderen zwei noch sind. Keine Ahnung. Ich versuche einfach mal mit 14 Anhängern anzufahren. Okay, mit 14 Anhängern können wir nicht anfahren. Dann nehmen wir jetzt mal meinen Spezialtrick. Verschweißtes Differential und Race Rear Tires. Und die arme Kupplung.
Okay, wir fahren die ganze Zeit am Schleifpunkt gerade. Jetzt ganz von der Kupplung runter. 14 Anhänger. Das Spiel laggt auch sehr gewaltig. Das Auto wird tatsächlich immer schneller. Das sieht so bescheuert aus. Und man muss sagen, immer noch mit dem Stockmotor. Also es ist echt... Wie schafft dieses Auto das? Okay, wir haben gleich die 20 km/h erreicht. Dauert irgendwie ein bisschen lange. Ich frage mich, wieso. Ja. So, wie man sieht, ich habe nochmal einen Anhänger dahin gestellt. Mal gucken, was passiert, wenn wir da jetzt versuchen reinzukrachen. Ich versuche jetzt einfach mal zu bremsen. Das ist eine Vollbremse. Oh Gott, ich glaube, wir werden zerquetschen. Oh Gott. Okay, ich würde sagen, der Ibisu Pigeon hat die Challenge bestanden, obwohl er nur 31 PS hat. Das hätte ich nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen. Ich würde sagen, Ibisu Pigeon ist das beste Auto in dem ganzen Spiel. In diesem Sinne, falls ihr es noch sehen möchtet, was passiert, wenn ich mit Kumpels Beamenschen spiele, könnt ihr auf das Video klicken, was euch gerade angezeigt wird. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.